Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in Nightmare of Squidwill. Wir werden heute ein geiles Game zocken und zwar geht's da natürlich um Thaddeus, das letzte in der Trilogie. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert und ich hoffe, euch geht's gut. Wake up, we must find Squidward. It's already dark. Oh nein, Digga, wir sind in der Thaddeus-Stadt. Wir sind gerade eingeschlafen. Ah, schwierig. Okay, also, ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ich muss einmal ganz kurz gucken, ob auch Ton und so weiter gut zu hören sind. Ich habe ein bisschen die Lautstärke runtergestellt. Ich glaube, jetzt ist besser, ne? Okay. Folgendes. Wir sind on the road zu 300.000 Abonnenten. Wir schaffen es morgen safe nicht. Das wird niemals was. Ich habe echt gehofft, dass das was wird, aber leider nicht. Man hört dich doppelt. Man hört mich doppelt? Nein, Digga. Das ist Quatsch. Man hört mir, dann hast du irgendwie zweimal vielleicht den Stream auf, aber man hört mir auf jeden Fall nicht doppelt. Wir werden heute Abend Skibidi Toilet alle Episoden durchgrinden. Ich will nochmal mit euch rein, Digga, nochmal diesen Moment durchleben mit euch. Einfach auch diese Skibidi Toilet Story mal Revue passieren zu lassen. Es wird sehr, sehr geil. Ja, ich hoffe einfach, dass wir so viel wie möglich diese Woche schaffen und wenn die 300k dann natürlich kommen, dann kommen sie. Okay, jetzt geht's aber erstmal los. Ich muss mich hier mal umsehen. Wir müssen mit Thaddeus losgehen. Digi. Ich kann klopfen. Oh nee, muss ich jetzt an die Türen klopfen? Oh Leute. Muss ich jetzt an die Türen klopfen? Hello. Have you seen Squidward? Hallo? Aufmachen! Polizei! Okay. Naja. Ich geh mal gucken. Da hinten ist irgendwie so ein komisches Haus. Da brennt was, oder was? Hallo, Thaddeus? Er ist nicht da, ne? Ich kann rennen, das ist nicht gut. Jetzt spielst du als SpongeBob. Safe. Wir sind jetzt als Spongy unterwegs. Hallo? Where is everybody? Keiner da. Da hinten brennt was. Ich weiß halt nicht, ne? Ich schau mal. Gibt's hier ein Secret oder so? Erstmal ein bisschen gucken. Die Atmosphäre ist düster, Leute. Hi, Daryl, das ist das erste Mal, dass ich live dabei bin. Isabel, freut mich. Was? Patrick sagt, er hat was gehört. Lass uns mal ein bisschen weiter gucken. Da hinten brennt eine Bude. Hallo, Thaddeus? Licht flackert. Das ist nicht gut. Da brennt keine Bude, da brennt irgendwas anderes. Ich geh mal gucken. Chat, ich hab Angst. Oh nee, ne? Was ist das? Wer ist das denn? Ist das Thaddeus? Der sah irgendwie nicht gut aus. Da stehen Türnummern dran. Patrick, where are you? Patrick ist weg! Patrick ist weg, Leute! Hallo? Nobody opens. That does not seem to work. Das macht keiner auf, ne? The flying guy with the reef blower crashed. Irgendjemand ist hier gecrashed vor der Bude oder was? Ich klopf mal. Ah! Thaddeus? Thaddeus? Der war hier gerade. Leute, was geht hier ab? Patrick ist weg. Thaddeus ist komisch. Der hat mich nicht mal mit dem Hintern angeguckt, ne? Ich gebe dir 50 Euro, wenn du das liest. Lass die 50 Euro stecken. Freue mich trotzdem, dass du da bist. Und mach sowas nie wieder, Angry Man. Sonst kriegst du einen Bann. Okay? Komisch. Hallo? Sollen wir hier irgendwas machen? Deno Floor 2 Trailer für Doors ist da. Hast du das schon gesehen? Mods, könnt ihr das mal checken?
Das könnte eine wichtige Nachricht sein. Ist der official von Doors oder ist das wieder fanmade? Okay. Ich gehe weiter gucken, Leute. Wir müssen erstmal vielleicht auch einen Überblick bekommen. Wie groß ist dieses Dorf? Patrick ist jetzt auch nicht mehr da. Dieses Quietschen, Digga. Was ist das da hinten? Es geht weiter in dem Dorf. Fanmade, alright. Dann reagieren wir natürlich nicht drauf. Yo, hab abonniert. Khaled, dankeschön. Da hinten ist ein Laden. Da ist irgendein Licht gewesen. Habt ihr es gesehen? Da war ein Licht. Patrick, ah! Where have you been? Patrick, warum bist du hier? Ah, Leute, Patrick wollte was essen. Ja, warte mal, ich kann ja mal gucken. Hallo? Kommt nichts zu essen raus, ne? Okay, Patrick, komm mal mit. Mach das nie wieder. Geh nicht einfach weg, Bro. Du kannst doch nicht hier irgendwo abfetzen, während ich hier nach Thaddeus Ausschau halte. Ich habe ihn, by the way, gesehen. SpongeBob? I'm so scared. Patrick hat Angst. Was ist das da hinten? Leute? Was ist das? Wir gehen da hin. Hallo? Thaddeus, bist du das da hinten? Wir gehen mal da hin. Thaddeus! Da ist ein Geisterfahrrad. Junge, das ist ein Fahrrad. Ich will damit fahren. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh mein... Ich bin in dem Park aufgewacht. Was ist das denn da oben? Seht ihr das? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Thaddeus? Kommt das Ding zu mir? Nein. Es fliegt hier so über die Stadt, ne? Okay, man, das Game ist crazy. Das Game ist sehr crazy. Vor allem, wir sind jetzt irgendwie woanders aufgewacht. Ich habe keine Ahnung, wo. Aber wir sind woanders. Eine Qualle? Digga, das ist doch safe ein Oktopus und keine Qualle, Mann. Habt ihr noch nie einen Oktopus gesehen? Das Ding sieht aus wie Thaddeus, aber diese ganz andere Thaddeus. Wir haben hier irgendwas in der Mitte. Da hinten ist dieses Fahrrad wieder. Was haben wir da vorne? Da leuchtet was rot. Lass uns mal da hingehen. Das sieht so komisch aus. Ich weiß. Ich habe nur Angst, dass das Ding uns gleich besucht. Da ist ein Tor. Ich guck mal, was der okay, das. Patrick, go to that other switch. Was ist das denn? Ist das da hinten Thaddeus? Patrick, wir aktivieren den Schalter, okay? Maybe. No, no. I was not ready. Patrick, mach dich bereit! Nein, Patrick will runterzählen. 4, 7, 12. Was kommt als nächstes? Patrick, drück den Schalter! Er war nicht bereit. Patrick, zähl vernünftig! 4, 7, 12. Was kommt danach? Patrick? Patrick? 4, 7, 12. Was kommt next? No. Jetzt. Ich musste nur schnell genug sein. Patrick, ey. Du bist so dumm manchmal. Wie Brot bist du. Dumm wie Brot. Was ist hier drin? Thaddeus? Thaddeus, was geht denn hier ab? Yo, du bist nicht Thaddeus, Mann. Why are you in a cage? SpongeBob, Patrick. I'm happy to see you, really. Glaubt ihr, es ist der echte? So kind and help me out. The Tentacle Acres is a trap. They know me here. They are cannibals. Die essen hier Thaddeus ja auf. Next. I tried to fly away. Junge, die wurden gegessen! So they knocked me out and threw me in a cage. Tentacle must be somewhere near you. Was geht mir ab? You see them gather at the park. Please hang in there. We see what we can do. Either we find the K or there is another way. Yes.
Es gibt einen Schlüssel, Leute. Wir müssen Thaddäus befreien. Alter, guck dir das mal an. Die haben die anderen Tentakel gegessen, ne? Wie dumm, Patrick, und peinlich. Ohne Witz. Ja. Ich muss jetzt einen Schlüssel finden. Ich will nicht wissen, wer die gegessen hat. Will ich das wissen? Chat, wollen wir das wissen? Er hat es bestimmt gemacht. Könnte sein, Khalid. Hallo? Wo kriegen wir denn jetzt mal einen Schlüssel her? Wir warten mal ab. Das Fahrrad vom fliegenden Holländer. Hört ihr das? Da ist wieder. So ein ganz komischer. Wir gucken mal, wo der hingelaufen ist. Hallo? Mach die Tür auf, ich hab dich da reinlaufen sehen. Vielleicht weiß das Fahrrad uns den Weg? Richtung? Ja. In welche Richtung müssen wir später wieder zurück, ist die Frage. Da vorne ist ein Boot. Wir gucken mal. Er ist der Echte. Oh, hier hat jemand Geld fallen gelassen. Ist ein Bootmobil. Digi! SpongeBob hat seinen Führerschein gemacht! Ich kann die umfahren. Ne. Alter, wir können einfach mit dem Bootmobil fahren. Wie geil ist das denn, ey? Ja, let's go. Dann driven wir mal eine Runde durch den Block hier. Da vorne ist der Supermarkt. Wir brauchen... Es muss einen Schlüssel irgendwo geben. Ich fahre mal so ein bisschen rum. Endlich! SpongeBob hat die Bootsprüfung geschafft. Da hinten ist das Fahrrad wieder. Aus dem Weg! Was ist hier? Okay, da sind wir gerade gewesen. Dann wir fahren mal um den kompletten Block. Kann ich die Laterne umfahren? Nö, kann ich nicht. Ich weiß halt nur nicht, ob dann das Tintenfischding da oben, was ihr seht, ob das auf uns zukommt, wenn wir das Auto anhaben. Aus dem Weg, Fahrrad! Oh Gott. Das war knapp. Ich glaube, wir sollten mal nach rechts abfahren, ne? SOS? SOS. Da ist halt was kaputt gegangen, aber ich habe da nichts gesehen. Wo zur Hölle ist der Schlüssel? Wir müssen Thaddäus hier rausholen. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn der dann gegessen wird, ne? Auch voll geil das Game eigentlich. Okay, wir können nur mit Thaddäus hier raus. Rückwärtsgang. Ich kann nur nach vorne lenken. Ich kann nur lenken, wenn ich nach vorne fahre. Wo steigen wir am besten aus? Habt ihr eine Idee? Wahrscheinlich muss ich in allen Häusern gucken, oder? Wie dumm wäre das denn? Was, wenn ich hier so mal rumfahre? So ein bisschen um den Block, hier so ein Park? Ich fahre einfach mal. Einfach mal durch den Park fahren. Was ist das? Ah! Habt ihr das gesehen? Was ist das denn? What is this, Patrick? This does not look good. Wer sind denn die? Hallo? Da ist ein Schlüssel. Hey, Mann! Wer seid denn ihr? Ich schnappe den Schlüssel. Ich habe ihn, Chat. Wir locken die... Ah, was ist das da hinten? Habt ihr es gesehen? Der ist an mein Auto vorbeigelaufen. Ich steig ein, Digga. Ich fahr los. Hey. Bam. Ich hab die umgefahren. Okay. Nicht schlecht. Let's go! Ich park mal mein Boot hier. Wir steigen aus, Digga. Thaddäus, ich helf dir. Bro, komm schnell raus! Da war irgendwas auf dem Weg hierher. Na, Alarm. Hä? Die Karte hat sich verändert. Leute? Was ist hier passiert? Steig ein, Thaddäus! Die Qualle da oben.
Guck mal, kommt die runter? Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ah, guck dir mal das Haus da an! Bro! Bro! Weg mit dem! Ich erledige sie. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir hinfahren müssen. Oh, Chat, wir hätten andere Seite fahren müssen. Ich drehe um, ich fahre zwischen die Häuser. Digi, guck dir mal das Haus da an. Was ist, wenn ich da reinfahre? Ich mach's nicht. Chat, ich will da nicht rein. Vielleicht Secret. Und BÄM! Für jeden Thaddäus müsst ihr ein Like da lassen. Für jeden Thaddäus, Leute. Den ich umbretter. Boots! Boots! Was geht bei dem? Kann ich den einfach so... Ich lass es lieber. Ich lass es lieber. Ich lass den. Brain dead ist der gewesen. Der hat ja nicht mal was gemacht. Junge, wir mähen den um! BAM! Ah! Was ist das für eine Stadt? Alter, ich bin da fast ins Haus reingefahren. Ich glaube, das ist nicht so gut. Der nächste weg. Thaddäus, Bro. Wo bist du hier eingezogen? Bam. Einfach durch. Was? Junge, wo bin ich? Digi, was ist denn das jetzt für ein mieser Film? Was? Hä? Was geht denn jetzt ab? Oh, Junge. Digga, mieser Bossfight mit Thaddäus. Let's go, Chat. Eins, wenn ich's pack. Digga, was geht denn hier ab, Alter? Ich komm gar nicht mehr klar. Brudi. Ja, was denn? Schick doch deine komischen Dinger da. Oha, es wird richtig... Junge, es wird richtig schwer. Puh. Ganz knapp ausgewichen. Jetzt müssen wir schnell... Oh Gott. Oh Gott. Yo, Chat, eins in den Chat. Ich pack's sonst nicht. Wie viele? Wie viele von denen? Ich fahr den um, ich fahr den gleich. Wir kriegen Boost. Boost! Let's go! Ich hab grad Boost gedrückt. Nitro im Wagen angemacht. Was? Junge, guck dir diese verdammten Quallen da oben an. Das sind sie! Das sind Tintenfische! Weg mit dir! Viel Spaß! Frittierte, Leute, wer will frittierten Tentakel? Ich sag, wie es ist. Unser Benzin! Ah! Oh Gott! Weg mit euch! Ich bin in einem Albtraum gefangen. Junge, was für ein geiles Game! Ich sag euch, wie es ist. Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hilfe! Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Junge, was geht denn hier ab? Komm doch, komm doch! Alter, mein Flammenwerfer hält nicht mehr lange durch, ne? Ich hab nichts mehr, ich hab nichts mehr. Chat, Hilfe! Junge, brenn! Brenn, verdammter Tentakel! Wie viele hier sind! Jo, was geht denn ab, Mann? Oh Gott. Ich hab für alle frittierte Tentakel! Let's go! Rein mit dir!
Oh Gott, ich hab nichts mehr. Zieh durch, Spongy. Zieh. Da hinten ist der nächste Thaddäus. Junge, der brenne ich mal sowas von die Fresse weg. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht alle verbrennen. Okay, ich kann's. Vielleicht kann ich's doch. Ich hab gleich kein Benzin mehr. Die sind auf jeden Fall RIP. Junge, es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr, Chat. Like für jeden verbrannten Thaddäus. Da! Weg mit euch! Puh! Puh! Was geht denn hier ab? Ich hab nicht mehr viel Benzin! Ich hab nicht mehr viel Benzin, Chat! Okay, okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Was denn? Was denn? Ich hatte Tentakel im Gesicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es sind zu viele. Hilfe, please. Hilfe, please. Ab in die Hölle mit euch, ihr Drecksbiester. Es werden weniger. Okay. Ich nehme mir das Benzin mit. Alter, da sind noch ein paar. Da waren noch zwei. Ich hab sie erledigt. Das war's? Thank you, SpongeBob. You saved us. Ich hab's geschafft! First try! Let's go! In Gedenken an Steven Hillenburg. Ja, der Creator von SpongeBob ist gestorben. Vor einiger Zeit. Soweit ich weiß. Leute! Let's go! Also finde ich mega, mega, mega cool. Das Game hat mir auf jeden Fall extrem gut gefallen. Also ich fand, das war eine entspannte 20-Minuten-Runde, Digga, in Squidward Swill. Eins der besten SpongeBob-Games, die ich bis dato gesehen habe. Guckt euch das Model an. Digga, der Thaddäus kommt sehr, sehr krass. Ich sag euch, wie es ist. Geiles Game. Denn du warst das mit dem Livestream? Nein, Mann, wir gehen gleich anderes Game rein auf entspannt. Das war es noch lange nicht. Wir haben heute zwei Livestreams, by the way. Es geht später noch in Skibidi Toilet rein. Mit euch. Also versuchen, so nah an die 300.000 wie möglich zu kommen. Sehr, sehr geiles Game, Digga. Hat mir gut gefallen. Bin ehrlich. Kann man mal wieder so eins haben, ne? Finde ich, Chat. Oder was sagt ihr? Wir warten mal ab, bis es zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Vielleicht ein Plot-Twist oder so für Teil 2. Müssen wir halt mal gucken. Woher kriege ich die Denno-Sticker? Die gibt's nur für Mitglieder aktuell. Jeder, der Mitglied ist, kann solche Sticker von mir benutzen. Denno, wann zockst du Polizeisimulator? Wir haben nur noch eine einzige Folge. Die würde ich... wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Ich würde gerne Hello Neighbor halt noch durchzocken. Deswegen Ukulele and Chill bei Cody G. Soundcloud. Also die Musik ist anscheinend... Oh, könnte Copyright-Probleme geben? Ich hoffe nicht. Wäre auf jeden Fall ein bisschen blöd. Das Fahrrad ist auf jeden Fall ziemlich chillig. In Descenders würde ich mich mit dem Bike sehen, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Apropos, wir können eigentlich auch mal wieder einen fetten Descenders-Livestream machen, finde ich. Das wäre auch mal eine richtig geile Idee wieder. Da würde ich mich auch mal wieder sehen, oder, Chat? Descenders? Ey, safe. Es gibt neue Maps, habe ich gesehen. Da wäre ich safe dabei. Ja, Mann. Einige Leute hätten richtig Bock. Sogar die Schriftart wurde hier erwähnt. Also sehr viele Credits seitens des Entwicklers. Finde ich gut. Aber ich will halt sehen, ob es noch was zum Abschluss gibt. Lass sehen. Was zum Abschluss, Freunde. Da ist ein Schlüssel. Da liegt ein Schlüssel. Okay. Gib mir was zum Abschluss jetzt. Das Game ist nicht in Zusammenhang mit SpongeBob von Nickelodeon. Natürlich nicht. Bruder. Aber es ist ein geiles Horror-Game gewesen. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Danke fürs Spielen. Na gerne, mein Bester. Ich hoffe, hat dir gefallen.
Crazy. Das war ein geiles Game, Digga. Sehr geil. Es geht rein. Friendly Neighborhood. Soll ich wieder Blaumann anziehen? Chat? Blaumann wieder? Dankeschön an Caro für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Big Kiss. Ja, okay, Blaumann. Ich hol den Blaumann. Herzlich willkommen. In der Familie. Herzlich willkommen. In der Familie. Herzlich willkommen. Moin, ich bin's, Tim. Beziehungsweise der Hausmeister. Hier ist er, der Blaumann. Herzlich willkommen. Okay. Also, gehen wir mal rein da in den Aal. Oh. Wir sind wieder auf der Jagd. Leute, lasst ein Like für den Blaumann da, ne? Ich will heute mal mehr Likes als Zuschauer sehen. Das ist echt immer ein Krampf in letzter Zeit mit euch. Finde ich persönlich belastend. Okay, da bin ich. Hausmeister Denno am Stehissel. Wir gehen rein. Wir sind in der Sesamstraße unterwegs. Meine Freunde, gestern, ich muss aber kurz mein Inventar durchsuchen. Gestern hatten wir diese Masken gefunden und so ein Pumpenteil. Alles schön und gut, wir haben keinen Platz mehr. Das ist so ein bisschen das Problem, was uns plagt. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Risiko und schaffen mal ein bisschen Platz. Der Schlüssel mit dem blauen Kreis ist erstmal gar nicht so wichtig. Deswegen, ich würde jetzt mal das hier rüber bewegen und ja, wir gucken mal, ich hatte noch eine Tür, glaube ich, in die wir reingehen müssten, die war ein bisschen weiter weg. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Und da... Oh, ich bin so durchgezogen, Alter, gar keinen Bock, die jetzt zu verprügeln. Okay, wir sind unten. Wie komme ich denn da jetzt eigentlich nochmal hin? Ich bin ja im Underground. Ich müsste eventuell... Oh, ich muss jetzt echt überlegen, wie wir da wieder hin... Die Wand ist kaputt. Nein! Die Wand ist kaputt, Chat. Oh, no. Ich würde die Maske in die obere Reihe packen. Ja. Also, Hauptsache, wir haben sie dabei, Bruder. Durchziehen. Digga, die ist wahnsinnig geworden. Ray ist wieder am Start. Ray, du Fettsack. Der ist schon gefährlich, Leute. Ich glaube, den können wir auch nicht verprügeln. Was macht man in diesem Spiel? Wir sind ein Hausmeister. Es wird was übertragen. Und zwar von den Dullis hier. Die wollen mich angreifen. Die greifen mich an, tun mir weh. Und ich muss versuchen, das auszuschalten. Digga, er hier ist richtig schlimm, ne? Er ist... Aua! Er ist so aggressiv, Alter! Lass das mal, du verdammter Dulli! Ich... Guck mal, wie viel der aushält, Leute. Der Typ ist so zäh. Mann, jetzt reicht's! Ah! Jetzt. Penner, ey. Weg mit dir. Kann ich direkt... Ja, ich hab jetzt nur noch... Also lebenstechnisch sieht ganz schwierig aus. Denno, wie kann man YouTuber werden? Digga, das ist ein Prozess. Das ist nicht einfach erledigt. Was glaubst du, wie easy das ist, YouTuber zu werden? Sehe ich gerade das erste Mal das Spiel, aber sieht auch geil aus. Ich schätze, du bist richtig gut. Wie meinst du? Nabon, wie meinst du? Hallo Denno, ich kann meinen Namen nicht ändern. Account Gaming. Jetzt, weißt du, du bist so oft im Stream drinne, jetzt kannst du dich auch Account Gaming weiter nennen, Digga. Weil ich sag dir, wie es ist, jetzt bist du Account Gaming, Digga. Du bist so oft im Stream drinne, jetzt ist auch egal, ob du den Namen änderst oder nicht. Freunde, pass auf. Es gab hier eine Passage. Ich glaube, die war... Die war hier. Ich glaube, die war da. Ich glaube, die war hier drinne. Oder auch nicht.
Es gab noch einen Film, den wir irgendwo rausnehmen konnten. Ne? Den konnten wir nicht einsammeln gestern. Wo war das, Chat? Wisst ihr noch wo? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir! Mann, ey! Ich bin fast tot, Chat. Ich bin fast tot. Was geht denn ab? So. Ist erstmal Feierabend jetzt mit euch, Dullis. Das war beim Studio. Ja. War es wirklich jetzt? Sind auf jeden Fall geheilt, das ist ganz gut. Ich speichere mal ab. Wir haben uns halt, wir mussten uns jetzt gerade durch echt einen miesen Weg durchkämpfen. Das ist ein bisschen blöd. Aber jetzt geht's zurück. Wir müssen halt in diesen Seiten. Weg! Jetzt zieh dich, Alter. Was ist das hier? Kannst du mir erklären? Nein, ich erkläre euch jetzt nichts. Guckt euch doch bitte einfach das Game an, Leute. Ich stream gerade. Ich kann euch das jetzt nicht erklären. Wenn jeder hier reinkommen würde und sagt, ey, kannst du mir das erklären? Bro, wie soll ich das denn machen? Überleg mal. Das geht doch gar nicht. Ich kann doch jetzt nicht jedes Mal das Game erklären, wenn einer hier reinkommt. Für die Leute, die am Start sind, die das Game gerne gucken, für die ist es. Für die OGs. Hier müssen wir hin. Chat, hier müssen wir hin. Und zwar, wenn wir jetzt durch diese Tür gehen, ich bin der Meinung, da war dann so ein, genau, hier ging es nämlich hoch. Da ist eine Tür, da können wir rein. Ich glaube, die habe ich noch nicht, ja, da war ich noch nicht drin. Gucken wir mal. Was geht hier ab? Ich höre nichts, also ist hier alles cool. Patronen gefunden, mit Shotty und so. Ey, wir sehen... Boah, Leute, wir sehen die Stadt, ne? Krass. Hier ist so ein Safe Point. Warte mal, ich gehe zurück. Da war noch ein Raum mit einem Dreieck und so. Da muss ich erstmal reingucken, bevor wir irgendwas machen. Ich habe die Streams geguckt. Laura, finde ich sehr stark. Was können wir hier machen? Ja, ich kann die Masken loswerden! Okay, ich platziere einfach. Das Gesicht. Das passt gut, würde ich sagen, oder? First try mäßig? Locker. Warte mal. Unsere Freunde haben viele Gefühle. Junipater einen guten Tag, Norman einen schlechten. Liliana hat eine große Maus gefunden und George wurde im Straßenverkehr aufgehalten. Okay, das ist George. Liliana hat eine Maus gefunden. Das Ding muss ich jetzt erstmal nehmen. Ich glaube, das passt dann so, oder? Die Maske jetzt richtig? Ein hübsche Dono! Yo! Dankeschön für den Fünfer! Vielen, vielen Dank, mein Bester! Vielen Dank. Hallo, hier, kannst du etwas kaufen, glaube ich, Digi. Dankeschön. Das sind 9 Würfel. Es gab einen Tresor, oder? Können wir in den Tresor... Oh, bitte lass mich in den Tresor reinlurken. Bro, voll Bock auf den Tresor. Ja, Mann. Aber wir haben keine Kombi. Wir haben keine Zahlenkombination. Das ist schlecht. Ja, die Tür ist natürlich verschlossen, was auch sonst, Alter. Wer hat die abgeschlossen, Chat? Wer war das von euch? Mann! Ihr alle? Ihr habt alle? Ihr alle wart das? Weiß Bescheid. Ja, ist okay. Halt die Klappe, Mann! Jetzt kriegst du mit dem Brecheisen gleich. Was ist hier drin? War hier nicht der Film oder so? Nee. Hier war der Film drinne. Ich glaube, ich habe ihn schon eingesammelt. Kann das sein?
Ja, ich denk schon. Ich denk schon, aber ich bin mir nicht sicher. Was lachen die denn immer so dumm? Ja, ist gut jetzt. Du liegst da oben eh gut. Hihihihi. Ah. Hier nochmal. Ich verstehe das doch nicht so ganz mit diesem Filmstudio hier, aber ich denke, wir brauchen noch mehr Filme. Ich einfach mal pauschal sagen. Denk schon. Bro, ich hasse Jumpscares. Alles gut. Oh, wir sind richtig nice. Wo war der Tresor nochmal? Da? Ja! Ja, genau. Okay. Ich muss 3, 6, 1, 5, 2, 3, 3, 6, 1, 5, 2, 3, 4, 6, 5, 3, 6, 1, 4, 5, 2, 6, 2, 1. Bin ich da richtig, Digga? Nee, Digga, ich bin... Also, Bruder. Okay, warte mal. Das hier sieht gut aus. Das hier sieht gut aus. Vielleicht müsst ihr von der Seite machen. Hier muss eine 3 und hier eine 6. Das heißt, hier brauchen wir eine 1. Hier muss eine 6 hin. Da brauchen wir eine 3. 3, 6, 1, 4, 2, 3. Dann brauchen wir hier eine 4. Da eine 5. 2 ist eine 5. Okay. Dann brauchen wir hier noch die 6. Bin ich blöd oder was? Ich bin durcheinander gekommen. Okay, also hier muss die 5 rüber. Das ist eine 2, die 6 ist eine 1. Dann ist die 2 hier. 5, eine 3, eine 4. 4, 6, okay. Jetzt haben wir es genauso wie hier, oder? Haben wir. Aber das ist nicht richtig. Ergo müssen wir das wahrscheinlich auf die andere Seite übertragen. 3, 6, 1. Fünf, zwei, drei. Vier, sechs, fünf. Alter, Gülüsa! Dankeschön erstmal! Bro, für den dicken Zehner! Vielen, vielen Dank, Brudi! Kann ich den Tresor jetzt nicht aufmachen? Ich hätte ihn eben aufmachen können! Ich... Oh nein! Ich bin so ein Vollidiot! Oh Mann! Okay. Okay. So ist gut. Hier auch. Hier auch. Oh, hier hat jemand Geld fallen gelassen. Hier auch. Alles Gucci. Dankeschön für 2 Euro, mein Bester. Denn du kannst du mal wieder Phasmophobia. Nee, Digi. Phasmophobia nicht so Bock, ne? Vielen Dank. Wo habt ihr einen Zehner geschenkt? Nur so zur Info, falls du es nicht gesehen hast. 5, warte mal, ich muss hier die 3 machen, stimmt's? Ah, die 3 muss ich auf der Seite machen. Hier die 2.
Genau, und da brauche ich nur noch die 6, beziehungsweise die 1. Ist das nicht richtig? Muss ich... Ich habe es von der anderen Seite eben auch gehabt. Muss ich hier die 3 ansetzen? Hier die 3? Oder was? Spiegel verkehrt. Ah, okay. Ja, jetzt weiß ich, wie er meint. Also 4, 6, 2, 4. Drei, zwei. Es hat was geklickt. Endlich! Danke nochmal für den Fünfer, Bro! Bro! Habt ihr 10er gegeben? Nur so zur Info, falls du es nicht gelesen hast. Habe ich gesehen, aber du siehst ja gerade, ich bin beschäftigt, Brudi. Ich mag das überhaupt nicht, wenn dadurch mein Spielfluss gestört wird, weißt du? Weil ich muss mich ja auch ein bisschen konzentrieren gerade. So, wir haben einen Tank. Wir wissen, wo der reinkommt. Wo war das nochmal, Chat? Wir wissen, wo der reinkommt. Ja, ja, er hört auf, Dulli zu schreiben, Digga. Wer jetzt Dulli schreibt, kriegt vor dem grünen Besuch. Junge, das hat geknallt, Alter. Habt ihr das gehört? Ich möchte Teil von dir sein. Christian Hansen, was? Bruder, was redest du da? Bist ein Teil vom Stream, ja, safe. Er schreit da von euch so. Ich muss jetzt kurz überlegen. Wo war nochmal... Warte mal. Wir wissen noch bestimmt... Wir könnten so auf der Karte glotzen und so, ne? Hier irgendwo war das, Digga. Wo war das? Büro? Exhibit Room? Nö, Machine Room. Wo bin ich? Stage 1, Machine Room. Hier ist die Main Hall. Das heißt, wir müssen rechts rein. Okay, wir müssen ins Musikstudio. Im Musikstudio ist der Maschinenraum. Ah... Okay. Die Tür haben wir nämlich auch geöffnet und können dadurch... okay, perfekt. Okay, let's go. Die sind aber auch laut, ey. Meine Güte. Kann ich jetzt nicht hier rein? Ist verschlossen, die Tür. Ich dumm? Okay, wir gehen wieder zurück. Ich habe mich völlig verlaufen. Ah, ich bin schon... Nee, ich muss noch eine Etage drunter. Ich muss noch eine runtergehen. Oh, jo. Let's go. Khaled, Digga, mach dir was zu essen. Ich hab eben auch gerade gegessen, Brudi. Ist wichtig. Der Grüne ist oben. Hallöchen, Pumpkin! Erzieh dich, Alter. Ab ins TV-Studio. Hier ist es. Hier müssen wir hin. Ich weiß nicht, was wir jetzt da gerade aktivieren, wenn wir durch diese Tür gehen, aber wir testen's. So, ich denke, hier muss es rein. Der Aufzug ist in Ordnung. Können wir jetzt... Ich habe den Aufzug repariert. Wie ein richtiger Hausmeister. Geil. Ganz schnell, Chat, ganz schnell. Für euch jetzt, Challenge, 600 Likes, ganz schnell. Es fehlen 100 Stück. Einfach direkt... Richtig reinbuttern. Hör auf, so zu schreien. Ich bin auch freundlich. Junge, ist die weggeflogen. Liegt die da unten noch? Keine Ahnung, die ist auf jeden Fall Todesripp. Wo ist der Fahrstuhl? Lass mal sehen. Also, wir sind jetzt hier oben. Waiting Room? Nein, wo ist da mal der Fahrstuhl, Leute? Wisst ihr das? Ich bin überfordert, Alter, weil hier so viele Räume sind. Main Hall, dann könnte man ins Theater. Hier ist kein Fahrstuhl. Hier oben, der Fahrstuhl würde ja da sein. East Office. Dicke. Das hört sich so an wie mein kleiner Bruder, wenn der Hunger hat, ne? Ungefähr so.
swap our legs. One by one, each piece was swapped. Hier ist kein Aufzug, oder? Gamer HD, bis dann, Brudi. Da bin ich aber direkt wieder umgedreht. Bin ich in der richtigen Zeit, Jason? Weiß ich nicht. Also ich hoffe, du bist in der richtigen Zeit, Bruder. Helft mal mit. Wo sollen wir am besten hin? Es gibt hier einen Fahrstuhl. Ich weiß so nicht mehr, wo. War der noch? Warte mal, war der vielleicht auf der anderen Seite? Shooting Range, da war ich ja... Da war ich ja gerade, ne? Denno, der Aufzug war in der Rezeption. Nein, das ist nicht der gewesen. Echt? Echt jetzt? An der Rezeption? Lass sehen, Digga. Taha Kadir, und du bist jetzt erstmal 5 Minuten getimeoutet, Bruder. Hör auf zu spammen, danke. Sonst siehst du irgendwas so aus wie der. Oh Junge, der ist ganz schön böse, glaube ich. Er macht aber nichts, wenn ich nicht zu nah dran bin. War das der Fahrstuhl? War hier ein Fahrstuhl? Da ist einer. Erledigt. Leute, jetzt macht die 300.000 voll. Leider geht das nicht so schnell, ne? Das ist ein bisschen blöd. Oh, der Fahrstuhl ist offen, wir können rein. Ich bin an dem vorbeigelaufen. Komplett Lust. Wo geht's hin? Haha, Chat. Haha, Chat. Das war nicht der Fahrstuhl. Mann. Wer likes als Zuschauer, so muss es eigentlich auch sein. Ist so. Weil wir hatten jetzt, glaube ich, knapp 3000 Besucher schon im Stream. Und ja, seht ihr ja selber, ne? Es haben 540 Leute gesagt, so, ey, Digga, ich supporte den nochmal schnell mit einem Like. Ist halt wenig, ne? Gibt es hier nicht irgendwo einen Fahrstuhl? Da hinten war keiner. Ich gehe mal hier unten rein. Geh mal da unten rein. Da, der! Den meine ich. Ey, Chat. Den Fahrstuhl meine ich. Meine Güte. So, rein da jetzt. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Loot. Oder gib Gönn. Shotgun Money. Und eine Marke nehme ich mit. Ansonsten erstmal nix. Hier sind noch Magazine drin. Gefällt mir gut. Hier ist noch so eine Interpunktion, also eine Granate haben wir jetzt gefunden. Hier, das ist wahrscheinlich die Door, wo ich abspeichern kann. Würde ich jetzt nochmal machen. Gucken wir auf unsere Tools. Da wäre echt schon viel Munition dabei, ne? Speichern. Klo ist eine Rolle, die konntest du nicht mal einsammeln, oder? Haha, war das jetzt ein Witz oder war das jetzt wirklich? Kennst du Brox? Ja, natürlich. Wir treffen uns auf Gamescom auch wieder. Immer Kontakt, Leute, jede Woche mit Brox. Das ist der einzige YouTuber, wow, mit dem ich regelmäßig Kontakt habe. Geile Aussicht von hier oben. Geiler Schlüssel. Wir haben einen Haustürschlüssel bekommen. Ihr könnt jetzt aus der Vordertür raus. Nice, Chat. Wir haben es geschafft. Die Secrets. Wir haben es geschafft. Wir können raus hier aus der Bude. Yeah. Weiter geht's. Ja, du kannst am Ende Fragen beantworten. Ich hatte überlegt, ob ich sowas mal in Shorts mache.
Also wenn ihr Fragen habt oder so, dann könnt... Hast gerade gehört? Da ist irgendwas kaputt gegangen. Ah! Hey! Hey! Was ist das denn? Chat, werd die reingelassen! Werd die reingelassen, Chat! Ah! Herzlich willkommen! Was mache ich denn da jetzt? Digga, wer ist das? Ich komme da nicht mehr durch. Hab ne Idee. Wenn die einsaugt, wenn sie Charaktere einsaugt, schmeißt eine Granate rein. Saug ein! Hey! Petzack! Junge, was ist das? Die Augen oben, die Augen oben. Noch ein Auge. Ah. Digga, ich habe einfach einen Bosskampf. Scheiß die Wand an! Granate! Feierabend! Junge, die ist abgefatzt. Der zwei dicke Nates, Alter, und dann war's das für die. Bro, lass mal deinen Arm da liegen. Ey! Denno, nimm die zwei Granaten. Okay, Digga, was war denn das für ein Viech, Alter? Das war das erste Mal, dass ich Angst hatte in dem Spiel. Bro! Aviary. Okay, warte mal. Wir haben jetzt noch verschiedene Möglichkeiten. Also, da hinten ist noch was. Hier ist auf jeden Fall noch was. Was muss hier rein? Eine Hälfte habe ich sogar. Das ist gut. Polizei kommt. Alle, die nicht geliked haben, werden jetzt abgeholt, Leute. Das war's für euch. Jetzt seid ihr dran. Was haben wir hier? Hier gibt's so ein Stromkabel, das führt hier rüber. Easy. Wir können auch noch andere Doors aufmachen. Der Schlüssel dürfte noch nicht fertig sein. Nee. Und noch andere Türen. Wir können jetzt auf jeden Fall hier rein. Was ist denn das? Was ist das hier? Hallo? Hallo? Ich bin der Hausmeister. Ich soll hier was reparieren. Hallo? Ah ja. Ganz entspannt. Ich kann hier abspeichern. Na sowas. Das ist ja gar nichts, Hass. Also, was ging da eben ab, ne? Der Haustürschlüssel ist erledigt. Rein. Oh no, Cut-Sequenz. Die Socke kommt wieder raus aus dem Vogelhaus, oder? Doch nicht. Gordon, where are you going? Where do you think? Mann, keiner will dich sehen, du Kacksocke! Das ist wieder irgendein Lustiger aus dem Chat, der mit mir redet. I'm lucky I haven't been hugged to death or eaten.
okay, I admit we're not at the top of our game, but you can't throw us out just because we've made a few mistakes. I'm just doing my job. Ich mach meine Arbeit jetzt. Ich gehe da jetzt hoch und mach hier dicht. Allegedly psychopathic puppets is a normal day at work for you, hm? Seriously, Gordon, who hurt you? I don't know what you're talking about. No? So you were just born a bully? I'm not a bully. Der Typ denkt jetzt, dass ich Leute mobbe. Ne? Ich werde von Puppen angegriffen, nur weil ich die verprügeln. Or maybe a GI give you a chance to rampage through some small defenses. Don't say that, Ricky. Say what? Don't talk about the war. Why not? Just saying. Seems like exactly the sort of place you got. Junge. Richtig Story hier drin. Wir gehen mal gucken. Hey Leute, ein Kinderspielplatz. Für Kinder. Das ist mein neuer Spielplatz, Leute. Für Kinder. Ihr dürft gerne herkommen. Jeder ist eingeladen. Dürft ein bisschen hier rum, aber nur im Dunkeln. Nur im Dunkeln, Leute. Für Kinder. Ich kenne ihn selber noch nicht so gut. Ich guck mal. Ich glaube, hier ist alles Gucci. Also ich glaube nicht. Hier ist alles Gucci, Leute. Vertraut mir. Bruder, vertrau. Okay. Können wir hier durch? Können wir. Wir gehen in den Underground rein. Ah, was war das denn? Für Kinder! Ich brauche schon wieder Batterien, Mann. Überall ist alles rausgenommen. Hallo? Hallöchen, süßer Doggo. Kein Strom. Nee, ne? Für Kinder? So? Für Kinder-Chat? Hallo? Da ist eine Hundeklappe, oder? Da ist eine Hundeklappe drüben. Hier sind drei Hundehäuschen. Mahoney, Flooper. Und wir hatten die Hunde freigelassen. Es ist auch irgendwo nicht mehr witzig. Ich habe drei Shotgun-Patronen bekommen. Wichtig. Irgend so ein Typ, der einen Brief geheult hat, glaube ich. Es geht hier. Gewächshäuschen. Da ist der Schlüssel. To dissolve whatever's blocking the elevator in the hotel. Ich hab den Schlüssel mit dem grünen Dreieck. Moment mal. Wo ist jetzt das Papier? Ich hatte alles kaputt! Hier funktioniert nichts. Ja, das wusste ich. Mann, ey. Wir brauchen Flüssigkeiten. Was für Flüssigkeiten? Wo kriegen wir die her? Hier im Mit zwei Marken, Alter. Die nehmen wir sowas von safe mit Chat. Ich habe jetzt ja erstmal einen neuen Schlüssel. Und wahrscheinlich neue Besucher jetzt. Komm! Hier mein Hundi. Na komm! Hallo? Gehen schnell rein, Alter. Ganz, ganz schnell. Okay. Wir haben das Powerpack. Die Batteries sind am Start. Extrem viel Loot ist hier zu finden. Wer hat seinen Hut hier gelassen? Wer hat seinen Hut hier gelassen? Will jemand einen Eimer? Chat. Hier habe ich einen mit Handschuhen. Jeder sagt, ich bin dein größter Fan. Ja, wer jetzt? Ist immer so geil, weil ich frage dann Leute, wie groß bist denn du? Und dann sagt er so 1,56 Meter. Und ich so, Digga, ich hab einen Fan, der ist 2 Meter. Der ist größer. Digga, ahnst du? Ich mache mich da immer natürlich ein bisschen drüber lustig, aber ich freue mich natürlich auch, dass Leute
zugucken und sagen, yo, ich habe gestern einen getroffen, der hat mich im Restaurant erkannt. Haben wir schnell ein Foto gemacht. Da hab ich gesagt, komm, mein Kleiner, machen wir schnell ein Foto. War, Tim hieß der. Der war total aufgeregt. Ah, hier sind wir. Das erklärt so einiges jetzt. Lass mich einmal ganz kurz gucken. Wir hatten mehrere Türen, die wir aufmachen müssen. Also, hier hinten ist eine. Hier gibt es noch drei Stück. Wir können hier rüber zu den Türen geraten. Also, wenn wir rechts rumgehen. Tu es nicht, Brudi. Tu es nicht, habe ich gesagt. Erzähl dich, Mann! Gib dir meine Pumpgun! Lappen, ey! Das schaffen wir so hoch. Ich bin auf, tolles Video. Tschüssi, bis dann. When you go to the park, bring some food for all the wild animals. For birds, you can bring sunflower seeds. Wir haben das neue Medaillon. Wir haben's. Sehr gut. You can bring squirrels. For the sewer grate, you can bring yesterday's leftovers. For the sand pit, you can bring geil. Das Medaillon ist auf jeden Fall schon mal geklärt. Das ist gut. Wo bin ich? Hier. Jetzt könnte ich hier oben durchgehen und... Ich gehe direkt mal hier rein. Was kann man hier mitmachen? Ist hier ein Film wieder drin? Nee. Keine Ahnung, irgend so ein Dokument wieder. Unnötig. Filmentwickler. Ich habe Filmentwickler gefunden. Okay. Oha! Was geht bei Mr. Mining Place? Komplett komische Währung, die er da rausknattert. Leute, es kommt in eine ganz komische Dono rein, von der Währung her. Völlig crazy. Wir verstecken den mal. Und ich würde sagen... Nein, nicht, das ist keine 20 Euro, ne? Keine 20 Euro sind es. Auch die verstecken wir mal. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, können wir das auch noch... Die Box ist voll. Och, Digi. Dürfte jetzt gehen, ne? Wir packen das erstmal, wir verstecken das erstmal hier. Wir gehen erstmal jetzt in den anderen Room. Heilung. Argentinischer Peso? Digga, bist du in Argentinien? Mr. Mining Place? Danke erstmal. When you go to the park, bring your own friendly. Erledigt. Da hinten ist ein... Oh, hier können wir nicht runter. Dennoch, ich will mich aufmerksam machen. Ja, aber warum? Warum willst du dich denn aufmerksam machen? Guck dir den mal an. Bam! Sei froh, dass du da nicht runterfliegen kannst. Hast du eine Frau? Ich bin nicht verheiratet. Nö. Hey, hey! That's not gonna fix it! Hey! Chat, bei wem bin ich jetzt schon wieder im Kinderzimmer? Bei wem bin ich jetzt im Zimmer drinne? Klassiker, jeder hat diesen einen Kollegen, bei dem es so aussieht. Hey, Bro, ich hab heute nicht aufgeräumt. Bro, ich hab heute nicht aufgeräumt. Hm, okay, kein Ding, Digga. Ist alles cool, ich komm rein. Bruder, dein Ernst? Das ist eklig. Ich schwör's euch. Können wir das Ding drehen? Natürlich kann ich's nicht drehen. Was auch sonst? Es ist ja kaputt. Der Stecker scheint nicht vollständig zu sein. Schon wieder irgendwas für den Stecker jetzt finden, oder was? Ey, warte mal ganz kurz. Bruder, lootest du hier gerade den Raum? What do you want? Fix. Yeah, I fixed it. Ow. Fix. I just look when ich hab's repariert. You can't just clam up and start hitting everything with a wrench. That won't fix anything. Good.
Hab aufgeräumt. Junge, das sieht ja hier wieder richtig vernünftig aus, als würde hier ein Mensch wohnen. Ich habe ihm anscheinend geholfen, Leute. Cool. Das war's? Ich will das Quietscheentchen. Kann man hier irgendwas machen? Warum habe ich das jetzt getan? Hab anscheinend irgendwas repariert. Okay, let me überlegen. Wir sind hier. Wir müssten jetzt da wieder hoch, da raus und dann müssten wir die Tür aufmachen. Ich schau mal, ob wir mit diesem Dreieckschlüssel noch irgendwo anders hin könnten. Nö. Nö, das hier ist die Main Map. Hier können wir noch rein. Hier ist noch eine Tür. Musikstudio. Es gibt noch einen Weg in das Musikstudio rein. Ja, dann würde ich sagen, Musikstudio und dann gehen wir... Geh erstmal hier durch. Ganz schnell. Bis wann geht nochmal die Verifizierung? Bin nämlich gerade drin. Ja, frag mal die Mods, ob die gerade Lust haben zu verifizieren, ne? Ist da oben lang, glaube ich. Ist, glaube ich, schon noch... Let me überlegen. Ja, Digga, das ist so ein Call... Weiß auch nicht, man, der kam jetzt irgendwie in letzter Zeit öfter so. Okay, bei dem bin ich mir nicht sicher hier. Kurz durchgezogen. Jetzt brauche ich diese Teile. Müsste allerdings ein bisschen Platz schaffen. Ich lasse mal eine Patrone weg. Wir holen uns das hier und das hier. Ne, das können wir noch nicht ins Inventar nehmen. Mal gucken. Vielleicht können wir Platz schaffen, indem wir so machen und dann hier, genau, und dann passt es rein, ne? Nehmen. So, dann müssen wir vielleicht nochmal das Teil hier rüber bewegen und dann können wir nämlich auch das Ding mitnehmen. Und ich würde auch eigentlich ganz gerne diesen blauen Schlüssel mitnehmen und den halt sozusagen aufbrauchen. Ich glaube nämlich, dass wir hier irgendwo noch was Blaues aufschließen können und zwar ganz am Anfang. War noch so eine Tür mit einem runden Kreis, da gehen wir jetzt einmal ganz kurz rein. Muss jetzt ein bisschen durchziehen. Da, warum steht der jetzt vorm Fahrstuhl? Mach einen Abgang, Mann. Mach einen Abgang! Wann spielst du wieder Garten of Benben? Was soll ich denn da spielen? Also, Denome Live kommt extrem viel Content zu Garten of Benben, ne? Falls ihr, ob ihr den Kanal auf dem Schirm habt, das ist mein 5. Kanal. Aber die Garten of Benben... Was ist das denn? Ich wollte den Hund gern... Wow, der Hund lebt ja noch! Alter, der hat mich gerade angesprungen. Nee, Leute. Der Spielplatz ist für Kinder. Ist hier noch? Okay, ich muss so durchziehen. Der rennt mir hinterher jetzt, ne? Wer hat seinen Hund da? Wer hat seinen Hund da hingesetzt? Warum sind die denn jetzt überall? Süßer Hund, lieber Hund, alles entspannt, ich tu dir nichts. Wer ist er? Seht ihr das? Was ist das denn? Ich packe jetzt erstmal diese beiden Dinger hier rein. Ich muss die Sachen loswerden. Wir müssen noch zwei Dinge erledigen. Einmal müssen wir ins Office da vorne rein. Was ist denn mit dem passiert? Der sieht irgendwie voll zerrissen aus.
ist denn das für einer? Ist der aus Stein oder was? Die Charaktere verändern sich gerade. So ins Negative. Noch so ein Hund. Bello, aus! Ah! Bello, aus! Verdammter Hund, ey! Das gerade gesehen? Ein Abgang. Da ist die Kreistür. Direkt rein. Okay, was geht hier? Leute, ich hab ne... Oh, Alter, geile Salami-Pizza am Start. Wer hat jetzt Bock? Junge, ne geile Salami-Pizza. Da wäre ich jetzt so drinne. So in wäre ich da. Ist ein Schrank. Klebeband. Nice to have. Es ist zugeklebt. Wir können das Ding nicht aufmachen. Warum nicht? Keine Ahnung, was das hier ist. I'm a craft monster. You give me a task and I'll give you a craft. I like to start with pipe cleaners to give myself something to make. Okay, wir haben einen verklebten Raum. Was ist mit dem Schlüssel? Er ist erledigt. Perfekt. Wir können ihn endlich rauswerfen aus dem Inventar. Sehr gut. Alright. Lasst mich einmal kurz schauen, ob wir irgendwo noch einen Schlüssel hätten. Warte mal. Wir brauchen ja noch diesen... Ich meinte natürlich Schloss. Wir brauchen ja noch hier. Der Statueraum. Im Büro. Im Büro können wir zweimal den Schlüssel verwenden. Ansonsten sehe ich nicht, wofür wir diesen Karo-Schlüssel bräuchten. Derzeit nicht. No! Junge, ich bin fast... Oh, war das knapp! Weg mit dir! Böser Bello! Böser Bello! Alter, ich war fast tot! Ich muss da wieder von vorne spielen! Jo! Uff! Grad stressig gewesen. Aber bin wieder da. Der Schlüssel ist für meinen Kleiderschrank. Meinst du? Für Caro. Benny, lass Danny in Ruhe. Du nennst den Benny, den Hund. Lass mich mal sehen. Wenn wir... Hier ist die Main Hall. Wir gehen einfach hier rein. In die... Ah, wir können jetzt geradeaus und dann auf die rechte Seite gehen. Was ist denn der da oben so sauer? Ach, der Schlüssel ist in meinem Kühlschrank. Verstehe. Was geht denn hier drin? Beweg dich nicht. Represents how I'm feeling at lunch. What sort of things do I eat? Well, I'm glad you asked. Ich hab gesagt, beweg dich nicht. I eat watermelon. When I'm sad, I eat leftovers. Ich hab irgendwie noch Politur oder sowas gefunden. Müssen wir hier auch noch rein? Junge, der hat aber auch keinen Bock, Alter. Mann, ey. Yo, okay. Das sieht schon ein bisschen sass aus. 4 Shots. Dafür bin ich jetzt da reingegangen und habe den Kampf auf mich genommen. Für 4 Magazine. Ja, egal, Leute. Was haben wir hier? Irgendwelche Sendersachen. Unnötig für unsere Zwecke. Ich nehme mal das Heilmittel. Wir sind wieder komplett Gesundheit voll. Ist hier noch irgendwas drin? Geiler Hammer. Den würde ich mitnehmen direkt. Okay, wir haben hier soweit nichts. Trompetenpolitur. Wofür könnten wir das gebrauchen, Chat? Was ist mit Charlie? Der ist traurig, dass du nicht da bist. Ja, Charlie wird bald zu das Gibby die Toilette, Freunde. Der Bannhammer. Ja, den holen die Mods manchmal raus, ne? Muss Etage 3 hoch. In den Statueraum.
Da war eine Tür im Studio. Och, ich bin so dumm. Da war eine Tür im Studio. Anscheinend. Okay, we have a AR for Argon. Okay, we've got a P for... A, B, C, D, E, F, G singt der hier, ne? Kannst du woanders machen, du Dulli. Ich muss dann nochmal nach oben kommen. Weiß aber nicht mehr, wie wir... Warte mal, der Waiting Room, wenn wir vielleicht über die Treppe hochgehen. Ich denke, das müsste passen. Kannst du mal bei SpongeBob in das Haus gehen? Welches Haus meinst du? Was meinst du wo? Hier ist der Hallway. Da könnte es hochgehen. Dann sind wir beim Statorraum. Mhm. Ich denke, das passt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Alle festgeklebt, ne? Wie oft ich hier auch schon durchgelaufen bin. Das hat echt Munition gespart, muss ich schon sagen. Was hat das Spiel mit Thaddäus zu tun? Wir haben vorher gespielt. Wir sind aber schon fertig. Du bist zu spät dran. Wenn du das nächste Mal in den Stream einfach reinguckst, Digga, dann wunder dich nicht. Sei von Anfang an dabei, dann verstehst du den Stream auch. Wir haben Cheat-Kassette. Ein Cheat wurde freigeschaltet. Aha. Sehr interessant. Jetzt cheaten, Digga? Entspannt? Was soll ich denn jetzt mit dieser Politur machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. Weil ich habe jetzt den Konferenzraum gecheckt. Musikstudio hier, Live-Audience. Hier vorne ist ein Raum, der irgendwie rot ist. Da war ich noch gar nicht drinne. Muss ich mal reinschauen. Da bist du nochmal hin. Denno, wann kommt wieder Doors Live? Ich zock kein... So, jetzt gibt's doch Smaul. Ich zock aktuell kein Doors, weil es kein Update gibt. Ich spiele keine Spiele mehr, wo es keine Updates mehr gibt. Ich habe einfach keinen Bock mehr, diese Games immer wieder zu spielen, weil für euch ist es vielleicht cool, ihr zockt die einmal die Woche. Ich zock die dann jedes Mal im Stream, habe ich keinen Spaß mehr an YouTube, sage ich euch, wie es ist. Kann man irgendwo verstehen, oder? Ich habe dann einfach keinen Spaß mehr. Wenn das Game Update kriegt, ich bin der Erste, der es zockt. Direkt Bock. Aber wenn nicht, m-m. Es gab sowas wie ein Update in Doors, es gab gar kein Update in Doors, Bruder. Es gab keins und es gibt auch jetzt gerade keins, sonst wüsste ich das. Mein Job ist es ja immer, zu wissen, wann ein Update kommt, bevor ihr das wisst. Denn wenn ihr das wisst und ich nicht, mache ich meinen Job nicht richtig. Versteht ihr? Mein Job ist das ja, zu wissen, wann ein Update kommt. Was haben wir hier eigentlich? Muss ich hier vielleicht nochmal irgendwas machen? I can't believe you noticed me. Oh, I notice all sorts of things. Here, let's play again. Irgend so ein Schauspielerskript. I notice cameras, lights, producers, children. Notice the children. What do you do when you get upset? Do you let it get you down? Verflixt, ey. Ich war gerade hier, der Raum ist rot, das heißt, etwas fehlt dort. Das heißt, ich habe ihn nicht komplett durch. Könnte das sein? Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, ich habe hier einen Gegenstand oder so vergessen. War hier vielleicht der Film drin? Here, let me show you how to do it.
how when you go to the park, bring some food for air. All the wild. Hey! Oh! We can teach them. Whoa! Gucken wir mal. Irgendwas muss hier noch sein. Sonst wäre der Raum nicht rot. Ich bin mir sehr sicher. Jetzt ist er grün. Wir haben in der Küche und im West Office noch rote Räume. Die dürften aber nicht ganz so wichtig sein. Der Conference Room. Da war auch noch, da ist glaube ich, warte mal, der Konferenzraum, da waren wir ja gerade drin. Da war noch was? Das hilft natürlich ordentlich weiter. Da komme ich jetzt erst drauf. Ich bin so dumm. Lass uns Aviary zurück. Oder? Wir gehen dann zurück. Raus. Es gibt neue Achievements, die in Dawson zugefügt sind. Ja, wegen Tower Defense. Ich habe das Game auch gezockt, das Update. Aber Bro, die sollen doch einfach nur mal neue Monster da reinpacken oder neuen Spielmodus, Digga. Ist das denn immer zu viel verlangt für Leute, die Millionen verdienen? Ich check das immer nicht. Digga, mach doch einfach was Neues. Das ist es halt so ein bisschen, ne? Worüber ich mich so ärgere, Leute. Ey, Bro, brauchst du Kruzifix? Glaub nicht. Was geht hier drinnen ab? Sind jetzt wieder in einer neuen Location. Powerpack läuft. Klappe ist auf. Neue Batterie. Okay. What the... Lass mal sehen. Kabel geht hier hin. Ich könnte aber auch die Batterie oben einsetzen, um erstmal Loot zu grabben. Was ich besser finde. Deutlich besser sogar. Wir machen das als erstes. Ich kann aktuell nichts machen, weil ich die Batterie erstmal hier reinsetzen muss. Ah, jetzt verstehe ich das Prinzip. Ich muss den Strom umlenken. Das heißt, jetzt gerade ist Strom hier rüber gelenkt und macht die Platte auf. Wenn ich jetzt ausschalte, geht der Strom ein weiter. Genau. Jetzt würde die Tür aufgehen. Ich gehe jetzt aber allerdings ganz nach oben und lenke den Strom so um, dass hier unten erstmal die andere Platte aufgeht. Dann können wir uns erstmal ein bisschen absetten. Okay, der Schrank ist offen. Was magst du mehr, FNF oder My Friendly Neighborhood? Ich finde My Friendly Neighborhood eigentlich am geilsten. Yo! Yo! Was passiert hier gleich? Ich habe 3 Granaten bekommen. Gibt's gleich einen Bossfight oder so? Eine zweite Toolbox? Boah, Digga, ich glaube, es wird noch einiges passieren in dem Game. Aber finde ich gut. Krass. Ja. Ich lass mal in der roten jetzt erstmal den ganzen wichtigen Stuff. Speicher mal ab. Ich habe keine Marke. Nice. Ah, verständlich, wenn ich Permaban bekomme, aber in welcher Stadt wohnst du? Ich wohne in Itzehoe, aber ich möchte auch nicht, dass mich jemand dort sucht. Sollte das der Fall sein, werde ich sehr unangenehm. Dann werdet ihr mich mal von meiner anderen Seite kennenlernen. Ich würde es euch nicht empfehlen. Wir können den Index verwenden. Digga, ich krieg Granaten? Ich krieg Granaten geschenkt! Cool. Was ist das denn?
Oh Leute, das wird morgen, glaube ich, sehr interessant. Wir machen für heute Schluss, denn es gibt ja später noch einen Stream. Später wird es sehr geil. Wir werden, ich zeig euch schnell. Wir werden später Skibidi die Toilette reingrinden. Ich habe sehr Bock, wenn wir hier rauf mal gucken. Also wenn ihr seht, Livestreams, ist ein Skibidi die Toilette Livestream geplant. Dort sind wir später am Stissel. Ich hoffe, es sind später viele Leute da. Ich will die 300.000, den Grind schaffen. Vielleicht kann man auch auf der Gamescom irgendwie ein cooles Video aufnehmen, dass wir die 300.000 feiern, je nachdem. Wir sind später um 18 Uhr am Start. Wenn wir über 1.000 Zuschauer sind, mache ich morgen einen Secret-Stream. Also wir gucken morgen dann in alle Secrets von Skibidi Toilet All Time rein. Wird, glaube ich, ganz cool. Ansonsten, wer nicht dabei ist, danke, dass ihr da wart. Wir machen Feierabend und morgen spielen wir My Friendly Neighborhood durch. Morgen wird's durchgezockt. Morgen letzter Stream. Also, falls ihr da Bock habt, seid natürlich am Start. Ich freue mich. Bis dann. Kuss, Kuss. Bis nachher. Dano out. Ich schicke euch im Stream rüber.